Der Ursprung, der Kupferzell zum Corona-Hotspot machte, war hier, in dieser Kirche bei einem Konzert. Wegen der starken Ausbreitung des Virus wurde der Ort zum Auftakt für eine große Studienreihe des Robert-Koch-Instituts. Ein Ergebnis davon? Die Dunkelziffer der Covid-19-Infizierten lag in Kupferzell fast viermal höher als dort bisher bekannt. Ähnlich hoch wie in anderen Untersuchungen. Die Dunkelziffer ist eben, oder die Untererfassung, wie wir das auch nennen, die ist eben hier um die 4. In Ganget war sie um die 5. Das wird etwas sein, was an anderen Orten eher vielleicht sogar noch etwas niedriger liegt, manchmal vielleicht auch höher. Aber in dem Rahmen wird sich das vermutlich einpendeln. An der Antikörperstudie haben 2203 Testpersonen teilgenommen. 7,7% hatten einen positiven Antikörpernachweis und demnach die Infektion durchgemacht. Einige Teilnehmer hatten nach eigenen Angaben einen positiven Corona-Test, aber bei 28,2% von ihnen konnten keine Antikörper nachgewiesen werden. Fraglich bleibt, was das bedeutet. Wir wissen ja auch nicht, ob eine Reinfektion möglich ist zum Beispiel. Das sind Dinge, die noch abgeklärt werden müssen. Und wir haben jetzt diese 28,2%, beziehen sich nur auf 50 Personen. Das heißt, das sind relativ geringe Fallzahlen. Nach den Erkenntnissen von Kupferzell will das Robert-Koch-Institut noch in diesem Monat Ergebnisse einer zweiten Studie im bayerischen Bad Feilenbach veröffentlichen. Danach sollen noch zwei weitere lokale und eine bundesweite Studie folgen. Und an dieser Stelle vertiefen wir das Thema mit Kai Kupferschmidt. Sie sind Molekularbiomediziner und Wissenschaftsjournalist und beschäftigen sich seit dem Corona-Ausbruch mit dem Virus. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wenn wir jetzt so eine Antikörperstudie nehmen, wie die jetzt zu dem Infektionsgeschehen in Kupferzell, wie aussagekräftig ist denn eine solche Studie? Ja, ich glaube, man muss sich natürlich klar machen, dass die Wissenschaft, so wie die Wissenschaft vorgeht, das ist ein bisschen wie ein riesiges Puzzle natürlich. In den letzten Monaten wurden zehntausende Studien gemacht. Das ist jetzt ein weiteres Puzzleteil. Vor vielen Monaten, als es noch viel weniger Studien gab, wäre das natürlich, hätte die mehr Gewicht gehabt in gewisser Weise. So wie es ist, passt sie ganz gut in das Bild, was wir insgesamt haben. Also da ist jetzt nichts bei gewesen, glaube ich, was irgendjemand wirklich überrascht, der sich damit beschäftigt hat oder irgendwie zum Umdenken in irgendeiner Art und Weise jetzt bringen würde. Dann versuchen wir das vielleicht mal zusammenzutragen, was wir denn bisher an gesicherten Erkenntnissen zu dem Coronavirus haben, was zum Beispiel Inkubationszeit angeht, Letalität, aber vor allem auch die Frage, kann man sich ein zweites oder möglicherweise drittes Mal infizieren mit dem Virus? Ja, das ist natürlich eine der ganz großen Fragen, die Reinfektion. Es kam ja gerade in dem Beitrag, klang ja schon an, dass es jetzt natürlich in Kupferzellen eine ganz kleine Zahl von Menschen, um die es hier geht. Das heißt, es ist sehr schwer zu wissen, ob diese Zahl, dieses Drittel, was jetzt keinen Antikörper, wo man keine Antikörper gefunden hat, ob sich das irgendwie ausdehnen lässt auf größere Gruppen. Was wir, und im Übrigen wissen wir nicht, selbst wenn wir keine Antikörper finden, kann es sehr gut sein, es gibt andere Möglichkeiten des Immunsystems, eine Antwort auf das Virus zu machen. Also zum Beispiel wissen wir, dass die T-Zellen eine Rolle spielen. Das heißt, es ist sehr schwer, das im Moment zu interpretieren. Gestern bei der Pressekonferenz der Weltgesundheitsorganisation kam das Thema auch wieder auf. Die WHO sagt, es gibt bislang im Grunde genommen keinen wirklich guten Beleg für jemanden, der sich ein zweites Mal infiziert hat. Aber die gehen natürlich diesen ganzen Nachrichten immer nach. Und es kann durchaus noch sein, dass wir das feststellen. Also das ist eine der großen Fragen. Vielleicht ein anderer Punkt nochmal, den ich eben auch kurz genannt habe, die Letalität, weil das war ja zu Beginn der Corona-Krise auch eine große Frage. Wie viele schwere Verläufe gibt es eigentlich und wie viele Menschen sterben letztlich, gemessen an der Zahl der Gesamtinfizierten schließlich an dem Virus? Weiß man da inzwischen mehr? Genau, also die frühen Schätzungen haben sich häufig so zwischen 0,5% und 1,5% Letalität bewegt. Also da geht es jetzt, das muss man deutlich immer unterscheiden. Da guckt man sich jetzt im Grunde genommen an, die Zahl aller Menschen, die infiziert wurden und wie viele von denen sterben. Also nicht nur die Fälle, die gefunden werden. Darum spielt diese Dunkelziffer eine Rolle. Und das ist natürlich in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich. Wir wissen, dass ältere Menschen zum Beispiel besonders gefährdet sind. Das bedeutet, Gesellschaften, in denen einfach ein höherer Prozentsatz der Bevölkerung älter ist, haben dann natürlich ein höheres Risiko. Das heißt, da ist die Letalität dann höher. Wir haben ganz gute Daten aus vielen Ländern der Welt inzwischen, die sich alle so irgendwo zwischen 0,6-0,7% bewegen. Es gibt ein paar Orte, wo die Letalität deutlich höher ist. Das ist nicht ganz klar, warum das so ist. Aber auch da passt im Grunde genommen, was wir in Deutschland in den Studien gefunden haben, bisher ganz gut in das Bild. Wir haben in Deutschland
mehr der Infektionen früh gefunden. Dadurch waren wir sozusagen bei der Letalität von Anfang an ein bisschen näher an der tatsächlichen Letalität. Gucken wir ein bisschen in die Zukunft vielleicht an dieser Stelle, denn viele haben ja Sorgen, dass es zu einem erneuten Lockdown, wie auch immer der aussehen könnte, kommen kann. Wenn man jetzt mal von so einem Szenario ausgeht, was wäre denn aus Ihrer Sicht bei einem zweiten Lockdown anders als beim ersten? Naja, das Ziel ist natürlich eigentlich, einen Lockdown zu verhindern. Wir haben in den letzten 6 Monaten schon viel über das Virus gelernt. Also das, was damals gemacht wurde, war natürlich ein sehr stumpfes Werkzeug in gewisser Weise, zu sagen, wir wissen nicht ganz genau, wie das Virus sich ausbreitet. Wir versuchen einfach alles lahmzulegen. Wir haben ja auch in dem Beitrag gesehen, in Kupferzell zum Beispiel, da ging das ganze Geschehen aus von einem Kirchenkonzert. Das ist etwas, was wir auf der ganzen Welt immer wieder gesehen haben. Geschlossene Räume, wo sich mehrere Menschen versammeln, sehr häufig auch, wenn es um Singen geht oder bei Sport. Das sind so diese Cluster, wo wir dann auch solche Superspreading-Events sehen, also wo sich sehr viele Menschen bei einem einzelnen Treffen infizieren können. Das heißt, wenn wir jetzt doch nochmal sehr hohe Fallzahlen bekommen in Deutschland, dann wissen wir ein bisschen besser, was wir zuerst unterbinden sollten. Also zum Beispiel wäre es aus meiner Sicht dann sinnvoll zu sagen, wir versuchen zuerst Bars und Restaurants, Kirchen, Fitnessstudios zu schließen, weil wir wissen, dass die ein besonders hohes Risiko tragen. Während jetzt, wenn jemand alleine draußen joggen gehen will und ähnliche Dinge, das sind keine Sachen, die man machen muss, aus meiner Sicht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es einen Impfstoff geben wird in naher Zukunft, wie es in westlichen Ländern ist, dass dort eben die Staaten sich schon Impfstoffe sichern, so wird es in ärmeren Ländern ja kaum möglich sein. Wie sollen denn dort flächendeckende Impfungen sichergestellt werden? Das ist ein großes Problem und das ist etwas, was viele Forscher, mit denen ich jeden Tag spreche, sehr beschäftigt. Also wir sehen diesen Impfstoffnationalismus, den wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, auch bei H1N1, bei der sogenannten Schweinegrippe, haben wir das gesehen, dass die Länder, die es sich leisten können, sehr früh diese Impfstoffe aufkaufen und teilweise Länder, die sie viel dringender brauchen, die zum Beispiel eine größeren Anteil der Bevölkerung haben, die besonders gefährdet sind oder so, dann viel später Zugang dazu haben. Es gibt die Bestrebungen von der WHO, von der Impfallianz Gavi, zu versuchen, Impfstoff für die ärmeren Länder, also im Grunde genommen global Impfstoff zu kaufen und ihn dann so zu verteilen, dass die ihn am dringendsten brauchen, also zum Beispiel die Ärzte und Krankenschwestern weltweit zuerst, die Menschen, die am meisten mit dem Virus in Berührung kommen und die im Grunde noch wichtig sind für die Bekämpfung des Virus, das denen zuerst zu geben. Es ist allerdings bisher aus meiner Sicht nicht sehr gut gelungen und es sieht tatsächlich so aus, dass viele Länder auch in Europa zuerst eben sich um ihren eigenen Impfstoff kümmern wollen und alles andere so eine Art Nachgedanke ist. Kai Kupfer-Schmidt, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.